Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Wir verkaufen aktuell Dünger. Einladung haben wir noch. Wir werden mal ganz kurz weiterfahren und dann den nächsten abkippen. Ne? Machen wir gleich. Mal umstellen auf den nächsten Anhänger. Und dann kippen wir ab. Hier ein bisschen Geld. Dünger bringt ungefähr 1000 pro Liter ein. Ein bisschen mehr wie 1000. Kein Vermögen, aber besser wie nichts. Also, da haben wir ganz gutes Geld verdient mit zwei Ladungen, ne? LKW-Ladungen hier. Die müssen ja so sehen, dass wir jetzt schnell das nächste machen. Also, die Düngerfabrik ist eigentlich versorgt mit Gärreste und mit, ja, mit Mist. Hier wird man sehen, dass wir jetzt ein bisschen Gülle verkaufen an die BGA. Und zwar werden wir die Gülle von den Schweinestall nehmen. Und zwar von den Vieren da oben. Die müssten jetzt ein bisschen Gülle zur Verfügung haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Die sollen übrigens in den Mais rein. Ja, und rechts ist ja unsere Gerste. Wird der Ertrag nicht so groß werden, da ist die Fruchtfolge, sag mal, nicht so optimal. So, ich überlege gerade. Trikale. Kann man eigentlich verkaufen. Ich habe jetzt keine Verwendung dafür. Mal gucken, was die für Preise haben. Kartoffeln, Hafer, Weizen, Gerste. Dieses hintere Ende. Dann nehmen wir jetzt nebenbei. Ah, hier. 627. Bei Bäcker 671. Wir können ja jetzt mal anfangen mit voll machen. Und nebenbei fahren wir den anderen Richtung. Mal sehen, wie schnell das geht. Mit Gülle auffüllen, ne? Für die BGH. Ja, Stroh nicht immer. Könnte man theoretisch auch so ein Pellets zurückbringen, aber das geht hier ziemlich schnell, das machen wir so. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht genau, wann wir den Strom kriegen, das dauert noch ein bisschen. Wir haben erst Frühling, der nächste Strom kommt im Sommer und dann ist jetzt. Ich möchte Tiere schon noch nur vor das Futter machen können. Denn Heu werden wir schon im Frühling machen können, denke ich mal. Das ging hier in Links auch. Thüringen und die werden wir mit Trikale nicht viel verdienen, aber gut. Da habe ich auch verkehrt angebaut, in Anführungszeichen, ne? Also nicht überlegt. Ich hätte eher Weizen machen sollen oder Gerste. Aber hinter waren wir schlauer, ne? Aber so können wir was verkaufen. Na gut, okay. Hätte noch Malz herstellen können, ne? Theoretisch, ne? Oder zumindest Bier. Da wird auch der Hopfen alle sein, denke ich mal. Denke ich. Ob es so ist, hab noch nicht geschaut. Ist auch nebensächlich jetzt. Wir müssen nur sehen, dass wir da später zum nächsten Jahr mehr Hopfen anbauen. Den wir auch eindeutig so wenig gehabt. Vielleicht hier auf der Wiese noch Hopfen anbauen. Die Silage bringt ja auch kein Vermögen, ne? Also. Lieber kannst du die Silage nehmen fürs Futter, was im anderen Silo ist. Und der BGH für 270 brauchst du echt nicht so viel Arbeit machen. Ne? Ich meine, Ballen, das geht noch einigermaßen über Mais, wenn man da auch. Kann man eigentlich auch nochmal mit Hopfen machen. Ne? Machen wir Bier statt Silage. Und das Gras verhaben noch mit Ballen und das machen wir zum Mischfutter. Oder zumindest machen wir Heu. Heu brauchen wir auch noch einen ganzen Schwung, also so ist das nicht. Bauen wir in die Richtung? Ich glaube nicht. Aber viele Wege führen nach oben, ne? Ah, fahr mal hier vorbei. Die Bäckerei muss oben links sein, genau. Fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend hier, ne?
Die waren wir noch nicht gewesen auf dem Ende von, vom Park. Ja, jetzt geht eine Folge nach der anderen, ne? Also ich mache ja eine Aufnahmesession in Anführungszeichen. Ich versuche hier am Stück die Folgen aufzunehmen. Allgemein ist das ein bisschen leichter, was es angeht mit Crossplay. Und hier wollte ich Flachdruck hinbauen. Ob das passt, das muss ich mal sehen. Rechts, hier rechts. Kopf bewegen, geht nicht. Wie gesagt, hier mit Eye-Tracking mit dem zweiten Bildschirm will nicht so recht. Meckert er. So, wo ist die Säule? Wo ist das da rechts? Ja, das ist immer Technik, ist dann nicht perfekt, ne? Aber wie soll ich das machen? Ah, nicht, dass bei Steffen dies und die das ein bisschen hackt. Und da habe ich mir für Elgato entschieden, ne? Hat aber auch Nachteile. Ob eine zweite Karte, Grafikkarte im Rechner gegangen wäre, ich glaube eher nicht. Beide kombinieren. Hätte die Leistung von Netzteil nicht gereicht und dann wäre das auch ziemlich eng geworden und dann wäre auch leicht überhitzt, ne? Also weil die Luft auch nicht weg kann. Ne? Ist auch nicht das Richtige. Also einen zweiten Rechner aufnehmen schon ein bisschen besser. Denke ich mal. Da muss ich mal sehen, dass ich das entsprechend auch hinkriege, dass ich hier mal irgendwie so mal gucken. Ja, umbauen, ne, nach vorne. Viel werden wir jetzt nicht verdienen, aber ein bisschen, ne. Wir brauchen ja ein bisschen Geld, also 800.000, glaube ich. Dann können wir das entsprechend uns leisten, ne. Dann können wir LKW abgeben, denn der ist auch nicht besser. Ja, ich wollte auf Q drücken, das war ja früher mal so, ne? So, haben wir ein bisschen was verdient. Zusammen ungefähr fast um die 80.000 verdient. Na gut. Wir hatten schon mal Trikale verkauft gehabt, ne? Also jetzt geht's zurück zum Hof. Und wir könnten auch Milch verkaufen, ne? Also wenn man das Fahrzeug abgeben wieder, das ist ja dann immer hinfällig. Und dann nehmen wir einen anderen LKW und werden mal die Milch verkaufen. Ist ja halt so, ne? Also die heutigen Produktion, da wird die Milch geholt. Es gibt Vertragspartner, die das entsprechend abholen. Mit entsprechenden Kühlwagen, ne? Die haben Kühlung zu Hause, also Milch wird kühl gelagert. Derjenige kommt dann von allen und sammelt von allen ein und wie das nun gemacht wird mit der Verrechnung, keine Ahnung, aber jedenfalls läuft das da so. Fährt keiner mehr selber weg, das ist so aufwendig, weil auch die, ja, früher war die Molkerei im Ort, mehr oder weniger, ne, und heute sind die alle konzentriert, Großmolkereien kann man sagen, und die holen sich die Milch halt vom, ne, vom Bauern ab. Ja, so fährt er ja stabil, wenn er leer ist, ne? Aber wenigstens voll, ne? Dann geht es nach links und rechts, ne? Also könnte auch die Anhänger sein, ne? Also weil die etwas zu groß geraten sind. Also, dann fahren die Anhänger mal zum Hof und stellen die mal ganz frech, weil noch nicht verarbeitet, hier so hin. Und dann gehen wir den LKW wieder ab, bevor du nachts einmal Mietkosten kostet, ne? Also noch Miete zahlen musst. So. Garage. Und schon haben wir keine Kosten mehr. Oh, da haben wir Glück gehabt. Ich hatte mal gehabt, da haben wir im Fahrzeug gesessen und da war ein Absturz. Wieso? Oh, hoi. Die Lage ist voll, okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch heute da haben. So, Milch verkaufen.
Ich sag, nee, leer fahren sie alle wunderbar, ne? Nur die Anhänger sind so. Den Weiß nehmen für mich. Ja. Den Grün, das war ein Silo gewesen, aber für Mehl. Und dann werden wir sehen, dass wir gleich den anderen fahren zur Gülle und dann Gülle verkaufen, ne? Den fahren wir gleich zur Milch und dann fahren wir anderen zur Gülle und Gülle verkaufen. Gülle verkaufen, kriegen wir das Geld ja heute Nacht. Nachts, wenn alle schlafen, kommt das Geld. Sehr ungünstig. Wenn mein Geld nachts kommen würde, wäre ja schlecht. Muss mal gucken, wie viel kommt. Gerade wenn man nicht weiß, wie viel. Was haben die nachts für Zeiten mit der Bank? So, was haben wir an Licht? Da geht nichts. Deckel aufmachen, ne? Also das ist noch nicht. Da war Futterannahme und da ist Flyer oben LKW, ne? Muss er irgendwie mal sehen. Ja, Kälber müssen wir auch noch sehen. Aber immer einen nach dem anderen, sagt man so. ...11.000. So, immerhin. So, wo ist der andere LKW? Da hinten. Wir müssen jetzt zu den die Gülle verkaufen. Aber die müssen wir nicht herbringen, sondern verkaufen zur BGH. So, machen wir den Deckel aufmachen. Bevor wir vergessen, ne? Ja. Kartoffeln und immer kein. Ah, die haben auch noch zu verkaufen. Das ist nicht viel, aber ein bisschen, ne? So leer gesehen, fahren sie einmal frei, aber weh in dem Fall. Traktoren sind zu langsam, ne? Das ist ein Problem, ne? Traktoren fahren stabiler. Aber rückwärts fahren mit so einem Traktor mit diesen Anhänger mit Deichsel. Kein Vergnügen. So, hoffen wir, dass wir was finden, ne? Oh. Das habe ich so gedacht, dass wir nichts finden. Wir müssen den Punkt finden, wo wir es kriegen, ne? Ich habe ja nichts geholt. Mal sehen, ob wir was finden. Oh, nix. Gib mir deinen Gülle. Das ist schlecht. Wo ist hier was, ne? Das ist eine gute Frage. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Hinten vielleicht. Das ist mir so eine Sache, wenn man nicht weiß, wo es ist, ne? Futter haben wir gefunden. Beziehungsweise Wasser. Aber Mist. Gülle will er nicht geben. Oma F1. Deckel auch nicht schließen, mal auflassen. Shit. Irgendwo muss doch hier Kohle geben, ne? Oder alle den markierten Bereich? Ich wollte ja unbedingt noch was verkaufen, ne? Wäre ja sinnvoll, ne? Bringt ja auch Geld, ne? Auch kein Vermögen, aber halt ein bisschen, ne?
Dann müssen wir mal gucken in dem markierten Bereich, ob da was zu holen ist. Aber dieses Quatsch. Zumindest. Weiß ja nie, wo die das hin. Normalerweise ist mir da, oder ist der genau da, wo die kahle Stelle ist? Könnte sein, ne? Getränk hier abladen. Da war aber drinnen, ne? Normalerweise nicht. Jetzt abhängen, anhängen. Bisschen drin, 0,0. Müssen wir ranfahren, ganz dicht an die Sache. Am Stall entlang, ob da irgendwo mal sich was zeigt. Wegen Auffüllen. Könnte sein, dass hier vorne. Halt! Guten. Da will nix. Stückchen fahren. So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich guck mal, wissen noch, wo es ist. Ein Auftrieb, ne? Also, jetzt wird er nicht lange, aber mal sehen, ob er finde. Dann sagen wir tschüss und wir gewinken. Ciao, ciao. Jo, es geht weiter. Nächste Folge mit Gülle abfahren, ne? Tschüss, wenn es funktioniert.